Das Besondere an der Situation ist, dass hier auf der Seeheimer Höhe keinerlei Wasserversorgung existiert, dass wir die komplette Wasserversorgung momentan per Pendelverkehr abwickeln müssen, aus Niederberbach, aus dem Ortsgebiet raus. Des Weiteren ist das schon der zweite Strohballenbrand innerhalb von 24 Stunden. Wir wurden gestern Nacht alarmiert, ungefähr 500 Meter weiter in diese Richtung, zu einem Strohballenbrand in einem Heuunterstand. Dort haben 150 Strohballen gebrannt. Der Einsatz ging von gestern Abend ca. 22 Uhr bis 5 Uhr, dank der Unterstützung der Feuerwehr Oberberbach, die uns da schon geholfen hat. Und als um 5 Uhr dann dieser Einsatz beendet war, die Kollegen aus Oberberbach abgerückt sind, wurden wir wenig später hier auf die Seeheimer Höhe alarmiert. Wir müssen also von einem böswilligen Feuerereignis ausgehen. Bei dem jetzigen Einsatz hatten wir noch keine Probleme mit Löschwassereinfrierung. Bei dem Einsatz heute Nacht war es tatsächlich so, dass uns das Wasser in den Schläuchen gefroren ist. Wir also regelmäßig die Schläuche entkoppeln mussten und erstmal durchspülen mussten, um das Eis aus dem Schlauch zu befreien.